Gut, danke. Ich habe lange genug durch den Visor geblickt. Ich möchte jetzt hier weg. Aber ich glaube, jetzt wird's gerade noch interessant. Nur Jägers Männer rücken an. Gehen wir. Okay, es wird auch Zeit. Okay, und anscheinend war das jetzt gerade der Fehler an der ganzen Geschichte. Nur Jägers Männer rücken durch das Flussbett vor. What? Was hätten wir denn hier? Scharf darauf, mit diesen Typen zusammen zu kämpfen. Jo, ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Keine Sorge, Wutz. Diese Kartelljungs sind hart. Du wirst dankbar sein, dass sie hier sind. MG-Schützer! Gebäude rechts! Okay, wo sind die MG-Schützen? Okay, tauchen kann ich anscheinend nicht. Haha, mit der Fluss spielt mich hier weg, deswegen kann ich ihn nicht treffen. Ja, danke hinkauen kann ich mich hier auch nicht. Müssen wir eben hier warten. Okay. Jetzt gehen wir hier mal in die Buden. Oh, das war unser. Ja, die bringt uns nicht wirklich viel. Leider sind wir hier nicht bei Crisis, wo wir den Scheiß einfach abreißen können. Oh, was macht der denn? Aua! Ja, ich sehe doch dort schon den Schnipper. Moment. Ach nee, okay. Ab und zu muss er denn doch. Ups. Ups. So, das Hühnchenfleisch. Au. Kann ich mich gerade extrem scheiße koordinieren, um ehrlich zu sein. Eieieiei, das ist ja hier echt. Ah, dort oben steht er. Was hat man denn hier? Barrett. So. Extended Mag. Naja, das ist doch gar nicht mal schlecht. Wir sollten doch ziemlich ruhig vorrücken. Also oben ist noch eine Interaktion. Ich glaube, das sind Mollys, wenn ich mich nicht täusche. Um jetzt nicht zu viel zu sagen. Okay, wir schneiden jetzt erstmal die Kiste gemütlich auf. Ah, Mollys, wie ich es wusste. Wo ist denn jetzt hier das nette MG-chen? Ah, ich glaube, das ist ein Fenster. Ja, jetzt kriege ich den Marker. Perfekt. So. Das ist Hans. Galiwerfer. Oh, und Gali. Und da war eine Granate. Ne, Moment. Warum sollte ich das nicht auch ausnutzen, wenn hier mal ein NATO-Launcher dran ist? Eine richtige Waffe nehme ich dann gleich mit. Jetzt ja. Oh, dort oben führt ein Snipper. Oder zwei Snipper. Jetzt ist da kein Snipper mehr. Dort sind wieder MGs. So. Das ist doch echt tierisch nervig. Die Gali, naja, ist eine Waffe, die geht einigermaßen. Wow, fuck. Die geht so einigermaßen. Oh. Wenn man jetzt noch eine bessere bessere Durchschneidanimation hätte, wäre es nicht schlecht. Ja, komm mit deiner Spaß, komm dort vor der Türe weg, man. Wir campen hier rum. Ach, das war Wurz, den wollte ich jetzt schon anmessern. Bam, das wäre perfekt. Was für alte Zeiten, ja, dass ich Wurz gerade ummähe oder wie.
wohl jemand auf der Hupe liegen geblieben. So, wo kommen jetzt die Granaten her? Wo sind denn die Schüsse? So. Sollten jetzt hier auch langsam mal die letzten sein. Beziehungsweise dort oben von der Villa kommt immer mehr wieder her. Oh, 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 nein, 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 nein. So, ich glaube, die waren jetzt gerade sinnlos, die Granaten. Ja. Oh nein, ich habe keine Munition mehr. Wie gut ist das denn? Auf den Hügel! Ihr habt die Bastarde aus der Deckung! Einer der Fenster! Beschuss vom Balkon! Oh ja, ich hätte jetzt hier wirklich gerne was zum... zum Rand. So geht das natürlich hoch. Jetzt doch noch einer. Jetzt. Da ist noch einer. Hier. Büschen hocken noch welche. Oh, okay, jetzt müssen wir dann doch mal nachladen. Ich glaube, viele existieren da jetzt nicht mehr. Oh, quält sich noch einer im Eliminator. Erlöse ich ihn mal. Wie gesagt, die lassen hier anscheinend auch keine Waffen mehr liegen. Oh, fuck, 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 MG-Truck, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Keine Munition mehr. So, kriegt er noch einen Nate auf den Buckel. Wie gesagt, das ist jetzt echt scheiße. Gut. Da müssen wir halt mit der Sniper hier in den Nahkampf rennen. Browning HP. Schaltet sie aus. Ist noch eine andere Waffe? Hätte man hier. Ja, scheiß drauf, wir nehmen die Uzi jetzt mit. Die schießt schön schnell. So. Ja, Kumpel. Ja, war das jetzt eine schnelle Magazin-Uzi? Ne, eine Uzi-Griff war das. Okay. Kommt ihr dann? Nein, das kann nicht sein. Was? Movimiento! Verdammter Noriega. Seine Männer sollten Menendez sichern. Menendez! Wutz! Und los. Frank! Reiß dich zusammen, Mann, sofort! Du hast doch keine Ahnung, was in Angola passiert ist. Keine! Denk an die Mission. So nicht. Er geht zum Haus, wir schnappen ihn. Aber als Team. Komm schon. Okay, komm, los, los, los. Hauptgebäude voraus. Interaktion, vielleicht gibt's hier Waffen. Den Hof sichern. Los. Auf damit. Die gehören mir. Okay, jetzt haben wir noch Mörser mit. Wo sind denn hier Scharfschützen? Ich könnte wetten, da oben ist einer. Jo. Ach verdammt, ich hab hier doch Luft anhalten. Zum Glück macht das Barrett hier One-Hit. Okay, aber trotzdem ziehe ich hier ganz schön daneben. Zack. Ah, okay, die kämpfen immer noch für uns. So, noch irgendwo wer? Das ist unser. Ah. Die Kugel war für dich. Anscheinend gibt es ja keinen anderen mehr. Laden wir mal nach, so ganz nebenbei. Und ich glaube, die Sniper hat sich jetzt mehr als gelohnt. Gut, Spaß mit Lauf. Können Sie sich mal schön sparen. Warte, der hat hier gerade eine gute... Ne, muss mich hier raus. Eine ganz gute Waffe liegen gehabt. Ali angepasst, nicht schlecht. Aua! Batz! Wie
Wie viel habe ich noch? 3 habe ich noch. Verdammt! Naja, gut, anscheinend bringt der Werfer hier nicht allzu viel. Okay, jetzt nett, wenn du dort oben wegkrepierst. Was ist unserer? Das war der letzte. Okay, perfekt. Okay, die können anscheinend hier auch nicht wirklich überhitzen, die Waffen. So, Woods. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Woods, Mason, das Kokslabor ist im Keller. Ausräumen. Schnappt ihr alle Infos über das Kartell von Menendez. Ausräumen oder ausräuchern? Bringt ihn zu mir. Ich bring ihn zum Reden. Du hast deine Befehle. Die sieht doch um einiges besser aus, oder? Was macht die Tür auf? Arbeite, arbeite, Tali, arbeite! Gut, so, Tali kommt mit runter und dann glaube ich, werde hier noch mit müssen. Ja. Mason. Behalte Wutz im Auge. Wenn er Menendez wieder sieht, dreht er durch. Schon okay, ich kümmere mich drum. Okay. Ganz cooler. Beeilen wir uns. Was ist das denn? Auf keinen Fall verpassen. Aufstocken von Munition. Embarking! Los vamos! Escuchamos disparo! Tür auf so. Hay extranjeros en toda la villa. Necesitan cargar los camiones. Podemos portar todo. Messer. Lo que no podamos llevar, lo quemaremos. Dejen de discutir y muévanse. Ja, halt doch mal deine Schnauze. Spatzi, 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 Spatzi. AK, Uzi. RPD. Ach, leck mich, das sind alle Scheißwaffen, weil die keine Aufsätze dran geschraubt haben. Ich meine, das war jetzt mehr als effektiv. Ich glaube, ich füll gleich mal wieder auf, weil das macht gerade echt Laune mit dem NATO-Lounger hier. Bam. Entscheidend, bis da drüber komme ich nicht wirklich, oder? Oder die füllen sich wahrscheinlich wieder auf. So. Ja, also hier treffe ich ziemlich oft welche. Ja, also so ein Granatwerfer ist echt eine nette Geschichte. Füllen wir wieder auf und weiter geht's. Wow, nicht hier. THX. War der jetzt tot? Ja, der war tot. Okay, die letzte Granate war jetzt sehr sinnlos. Und da war auch noch einer. Ja, wo geht's jetzt hier lang? Hier durch, oder? Anscheinend. Hast du den Hurensohn schon entdeckt? Er ist im Haus. Wir nähern uns ihm gerade. Na, dann machen wir das einfach mal. Negativ, Wurz. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Verdammt, Wurz. Wurz! Was macht Wurz jetzt eigentlich? Los, Mason. Ich werde ihn nicht entkommen lassen. Langsam. So, dann will Alvin dies auf die Noob-Typ-Art wollen. Können die einfach gerne kriegen. Kein Problem. Okay, ich glaube, wir sind schon da. Gut. Na, das war scheiße. Ach, was für ein Idiot! Nein! Hammer!
Trottel dieser Woods, einfach eine Granate reinzuwerfen. Frank, bist du okay? Bring ihn hier raus. Was ist passiert, Hudson? Wo ist Menendez? Da ist er, in dem Leichensack. Für die Zukunft. Das hier ist nie passiert. Gut. Ach ja. Und ich konnten ihn einfach so mitnehmen. Und jetzt ist er zurück. Und er ist ziemlich wütend. Meinen Dad tötet er nicht. Da war schon jemand anderes schneller als er. Aber er hätte dich töten können. Also, warum liebst du noch Frank? Das ist der Anfang. Genug Geschichten. Finde diesen Aaron.